Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Consciousness, ein Buch, was seinesgleichen sucht. Und das meine ich exakt so, wie ich es sage. Es gibt kein mir bekanntes Buch, was die Thematik Bewusstsein in diesem Stile abarbeitet. Und dieses Thema, also Bewusstsein, begleitet mich aktiv, seit ich denken kann. Das Buch ist nahezu wertungsfrei, übersichtlich und disziplinübergreifend. Andrea Eugenia Cavanna und Andrea Nani haben sich hier an eines der anspruchsvollsten und der schwersten Themen der Neurowissenschaften und der Philosophie gleichermaßen gewagt. Und entsprechend konsequent ist dieses Buch eben weder als rein philosophisch noch als rein neurowissenschaftlich einzuordnen. Es versucht das Bewusstsein zu greifen zu bekommen und das aus allen Winkeln und aus allen Lagen. Daher ist in dem Buch eine umfassende und inhaltlich aktuelle Übersicht von Thesen und Theorien zum Thema Bewusstsein zu finden. Dabei kommen bis auf wenige Ausnahmen wie Descartes Philosophen wie Neurowissenschaftler zu Wort, die auch aktuell aktiv am Thema Bewusstsein arbeiten oder bis vor kurzem gearbeitet haben. Wobei zu Wort in dem Kontext nicht korrekt ist, sondern hier haben die Autoren Cavanna und Nani die teilweise sehr umfangreichen Arbeiten und Aufsätze der Vertreter zum Thema Bewusstsein sehr sehr kompakt auf ca. 5 Seiten jeweils in eigener Sprache aufgeschrieben. Dabei wird natürlich etwas simplifiziert und natürlich nicht auf jedes Detail eingegangen, aber man erhält einen wunderbaren und leicht verständlichen roten Faden über all die bedeutsamen Ansätze im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem Thema Bewusstsein. Ich habe derer 6 oder 7 gekannt und habe hier zudem ein unglaubliches Reservoir an neuen Inspirationen bekommen. Und das Buch hat mir gezeigt, wie noch viel mehr Theorien existieren, die fast alle durchweg valide sind. Es existiert auch die ein oder andere Deckungsgleichheit in den Theorien, aber letztlich empfindet man als Leser trotzdem, dass all diese 15 Ansätze jeweils in der Philosophie als auch in den Neurowissenschaften ihren Platz in dem Buch haben sollten. Natürlich bei der einen oder anderen Theorie entdeckt man sich sofort dagegen zu argumentieren, auch das, dieses zu wollen, aber der Grund liegt eben auch dafür oder liegt in der eigenen Wahrnehmung. Gerade bei den philosophischen Ansätzen sollte man diese erst einfach mal auf sich wirken lassen und und nicht durch seine Meinung und Geisteshaltung sich in der Aufnahme begrenzen lassen. Es werden wie gesagt jeweils 15 Ansätze der Philosophie mit ihren entsprechend aktuellen Vertreter und 15 Ansätze der Neurowissenschaften präsentiert. In den Ansätzen, die mir auch als Originalaufsätze und Thesen bekannt waren, habe ich wirklich keinerlei Veranlassung zur Kritik an der Umformung und der sprachlichen Neugestaltung durch die Autoren. Im Gegenteil, nach meinem Empfinden sind die Kernaussagen teilweise viel deutlicher zu erkennen und zu verstehen als bei der Originalliteratur. Ein großes Kompliment an den doppelten Andrea. Hier wird ein schneller und übersichtlicher Einstieg in die Welt des Bewusstseins gegeben. Das Buch ist daher für Anfänger besonders geeignet, aber eben auch für Fortgeschrittene, weil es einfach so voller neuer Theorien ist. Der absolute Experte, der diese alle schon wirklich kennt, für denjenigen mag es eventuell zu oberflächlich erscheinen. Aber auch aus der eigenen Erfahrung zum Thema kann ich mir nicht vorstellen, dass es davon so viel auf diesem Gebiet geben wird, die dem Buch wirklich gar nichts abgewinnen können. Ich hatte am Anfang in den einleitenden Worten gesagt, dass es nahezu wertungsfrei ist. Und das ist eigentlich auch meine einzige kleine Kritik. Mich persönlich, wirklich mich persönlich, stört es beim Lesen, wenn die Ansätze bewertet werden, gerade wenn man den Anspruch an ein Übersichtsexemplar hat. Nicht, dass ich den Kritiken nicht zugestimmt hätte und teilweise sind es offensichtliche Mängel in der Theorie, aber es stört ein wenig beim Lesen, in dem Flow, wenn man so ein Übersichtswerk liest. Aber das ist wirklich Kritik auf einem hohen Niveau. Was ich dazu im Gegensatz als angenehme Auflockerung empfinde, ist, dass zu jedem Vertreter auch ein paar Eckpunkte und Lebensdaten und
ja, sein Schaffen so ein bisschen eingeleitet wurde und erklärt wurde. Und bevor sie jeweils die Theorie kam, so kann man auch dessen Reputation und dessen Standing durchaus ja, einschätzen und entsprechend auch die Theorie in die Theorie als solche mit einfließen lassen. Gerade bei dem Thema Bewusstsein macht das meiner Meinung nach besonderen Sinn. Das Buch ist, wie man am Namen schon erkennt, in englischer Sprache erschienen, ja, und zwar erst letzten Monat und verlangt entsprechend auch englische Sprachkenntnisse. Aber es würde mich nicht wundern, wenn dieses Buch so erfolgreich wird, dass es eventuell auch irgendwann in deutscher Sprache erscheinen wird. Aber wer des Englischen mächtig ist, unbedingt lesen. Von daher vergebe ich auch begeisterte 5 Sterne. Und werde es auch auf meiner Homepage zu meinen aktuellen absoluten Empfehlungen, was Bücher angeht, mit aufnehmen. Der Preis liegt mit 90 Euro sicher wirklich höher, als man normalerweise bereit ist, für ein Buch zu zahlen. Aber es ist verdammt nochmal jeden Euro wert. Man findet diese komprimierte Information und auch dieses Herausarbeiten des roten Fadens aus wirklich sehr anspruchsvoller Literatur in dieser auch aktuellen Weise in keinem anderen mir bekannten Buch. Volle 5 Sterne und absolute Kaufempfehlung. Ich wünsche Euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.